EWA setzen im Vertrieb auf kontinuierliche Sortimentserweiterungen. Vor wenigen Jahren wurde die Küchensparte neu aufgenommen. Mit dem gelernten Tischlermeister Marco Schönach steht ein erfahrener und kompetenter zuständiger Mitarbeiter den Kunden von der Planung bis hin zum Einbau zur Verfügung. Der Ablauf für den Kunden ist, er nimmt Kontakt auf mit mir. Ich fahre dann zum Kunden, misse alles aus und bespreche vor Ort mit dem Kunden schon, wie die Küche ausschauen soll. Und beginne dann die Planung, bis der Plan fertig ist, eine 3D-Planung. Und der wird dann dem Kunden ausgehändigt und der ist bei der Firma EWA kostenlos. Nach der Erstellung des Plans machen wir ein unverbindliches Angebot. Wenn das Angebot passt, wird die Küche bestellt. Die Lieferzeit beträgt ca. 6 Wochen. Und dann folgt der Einbau. Der wird von mir persönlich mit dem Matrici gemacht, unserem Kundentechniker oder Kundendienstler. Und es ist eigentlich dann alles aus einer Hand. Elektroinstallation, Anschluss der Geräte bis zur fertigen Küche. Gesetzt wird dabei auf Kooperationen. Wir kooperieren derzeit mit der Firma Kuhlmann. In der Erweiterung ist die Firma Tilsa, die was uns eigentlich von der Qualität und von der Ausführung eine weitere Möglichkeit gibt. Und wir können dadurch den Kunden einfach besser beraten und die Wünsche erfüllen. Referenzprojekte gibt es bereits in der gesamten Region. Wir haben letztes Jahr einige Küchen verwirklicht. Nicht nur Privatküchen, sondern auch Ferienwohnungen oder Apartmentküchen. Das Angebot umfasst noch weit mehr als Küchenmöbel. Wir kooperieren da mit der Firma Schösswender. Die Firma Schösswender bietet uns Sitzgruppen, Stühle, Bänke, Tische und auch Kleinmöbel für den Küchenbedarf oder für das Wohnzimmer an. Wir haben alle namhaften Marken, vom Geschirrspüler bis zum Dampfgarer. Und wir haben auch Kuchenmaschinen oder Kaffeemaschinen oder Kleingeräte, wie zum Beispiel Handmixer, Küchenwagen und solche Sachen haben wir alles im Sortiment. Die kompetenten EWA-Mitarbeiter zeigen sich nicht nur für den Einbau, sondern auch für Serviceleistungen verantwortlich. Den Einbau machen wir über unseren Kundendienst. Der ist nachher vor Ort, der kommt nachher mit dem Gerät, wird als einbaut. Falls ein Altgerät vorhanden ist, wird so klein entsorgt. Serviceleistungen machen wir auch in den 2 Jahren, wenn irgendetwas anfallen tat. Und sonst, wenn nach der Garantiezeit irgendetwas anders war, nachher können wir es bestellen oder die Ersatzteile nachher auch flott einbauen.